Während fast einer Stunde und mit der Hilfe einer anderen Studentin vermischt Pan Pan Hu auf der Bühne Gesang, Theater, Tanz und Kalligrafie. Die Kalligrafie ist chinesisch, der Tanz zeitgenössisch oder Gesang in Mandarin. Auch wenn man kein Wort versteht, man versteht, von was das Stück handelt. Von Entwurzelung, von Entdeckung einer anderen Kultur und von Heimweh. Und hier ist es China, wo Pan Pan Hu vor 6,5 Jahren verlassen hat, für in der Schweiz zu studieren. Wegen Corona, ich war 4 Jahre gar nicht in China, gar nicht zu Hause. Und ich habe dann die Sehnsucht wirklich sehr, sehr in die Tiefe erlebt. Da merke ich, ich bin langsam mit die Neugierig in ein neues Land fertig jetzt. Und ich spüre die Kultur anders und so die Unsicherheit und die selber Fragen oder so. Es fängt an zum Kämpfen von sich selber. Die Kalligrafie ist wahrscheinlich das überraschendste Element des Stücks. Aber für die Studentin war es logisch, das einzubinden. In China man sagt man, Kalligrafie ist eigentlich Musik. Weil wenn man schreibt, dann muss ein bestimmter Rhythmus dann auskommen. Und wenn man mit dem Pinsel schreibt, das ist auch wie ein Tanz der Linie. Und die Bewegung zum Schreiben und auch die Bewegung, die man in der Luft ist, das gehört alles dazu. Das ist wie ein Tanz. Und genau das möchte ich mit zeitgenössisch Tanz verbinden und mit dem Körper. Die Aufführung am Samstagabend in Biel ist eine letzte Gelegenheit für einen Feinschliff. Am nächsten Tag wird Pan Pan Hu von einer Jury bewertet. Ich fühle mich jetzt wohl. Ich glaube, das kann noch gut. Das kommt noch gut. Die Mission ist erfüllt. Pan Pan Hu hat ihre Prüfung erfolgreich bestanden.